Hallo und willkommen bei Muskelwetter. Heute sind wir mal wieder in Schottland unterwegs, aber die Region ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, es sind die Inseln, aber normalerweise zählt Islay nicht zu den Inseln. Heute zählt sie dazu. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Whisky hier auf dem Tisch, einen Blended Malt von verschiedenen Insel-Whiskys. Ich serviere euch heute den The Six Isles Port Cask Finish. The Six Isles Port Cask Finish ist, wie eben schon erwähnt, ein Blended Malt, also kein Grain-Anteil. Also ein Whisky, der aus sechs verschiedenen Whiskys von den sechs verschiedenen Inseln Sky, Jura, Islay, Orkney, Arran und Mull zusammengeblendet wurde. Hier sind schön die Inseln jeweils einmal dargestellt. Das Ganze wurde am Ende in einem Portfass gefinished, ist ein Limited Release, abgefüllt mit 48%. Ja. So viel dazu. Wenn man sich jetzt überlegt, was könnte da alles drin sein? Arran, nicht allzu schwierig. Arran. Mull, auch nicht allzu schwierig. Tobermory oder Legic. Dann Sky, Talisker oder Torvik. Ich würde dann eher auf Talisker tippen. Orkney dürfte Highland Park sein. Schwierig wird's bei Islay. Da wären die ehesten Kandidaten wahrscheinlich Kalila oder Bunaheven. In der Nase habe ich direkt eine sehr schöne, leichte Rauchigkeit. So ein bisschen was Holzrauchmäßiges. In Kombination mit einer schönen Fruchtigkeit. Ich bin am ehesten gerade bei einer Orange, vielleicht ein bisschen Johannisbeere oder Preiselbeere. Könnte auch so ein bisschen so eine frisch aufgekochte Waldbeermarmelade sein oder rote Grütze. Ganz leicht Banane, Vanille. Karamell. Schöne Nase. Er ist ein bisschen verhalten, sowohl von der Rauchigkeit her als auch vom von den Notes als solches. Aber er ist schön ausgeglichen. Also ich finde den echt angenehm. Der hat das, was man möchte. Ne? Er hat eine schöne Rauchigkeit, die aber nicht zu aufdringlich ist, und er hat diese Rotfruchtigkeit, die ich von einem Portcask erwarte. Also ein rauchiger Portweinfaske finishter Whisky. Für, ich sag mal, einen fairen Preis, aber auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Je länger ich dran rieche, desto mehr wird es für mich so ein kaltaschiger Rauch. Was bei mir darauf hinweist, dass es sich um Kalila handeln könnte bei dem Islay Whisky. Zum Wohl. Zieht übrigens sehr schöne Lecks. Antritt. Ich hatte jetzt heute noch keinen Whisky vorher. Dadurch wirkt er ein bisschen kräftiger, ist aber eigentlich sehr, sehr angenehm im Geschmack.
macht den Mund sehr schön trocken. Schöne Würzigkeit, ein leichter Chili-Catch ist mit dabei. Also er hat schon, ich weiß nicht, eine Pfeffernote oder so, würde ich sagen, eine leichte Schärfe. Könnte ich mir vorstellen, dass die von dem Talisca kommt. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die vielleicht von dem Kalila kommt, wenn es ein Kalila ist. Da habe ich das auch ganz gerne mal. Aber rein geschmacklich ein leckerer Whisky. Also ich finde, im Geschmack ist die Rauchnote ein bisschen deutlicher vorhanden. Aber auch hier habe ich wieder die Orange, die Rotfruchtigkeit. Ich bleibe bei einer Marmelade, bei einer frisch aufgekochten Marmelade. Nicht ganz eine rote Grütze, sondern eher eine Marmelade für mich. Aber lecker. Preislich liegen wir hier bei um die 50 Euro. Bei dem einen oder anderen Händler vielleicht auch um die 45 Euro, aber ich glaube 49,90 ist so der Standardpreis. Dafür ist das ein sehr leckerer Whisky. Im Geschmack, wie gesagt, ist der Rauch deutlicher, auch deutlicher als die Fruchtnote. Der Chili Catch bleibt ein bisschen, also das hat jetzt nichts mit dem ersten Schluck zu tun, sondern er hat eine leichte Schärfe, die, glaube ich, von dem Grunddestillaten kommt. Rauchigkeit, wie gesagt, so ein bisschen kaltaschig, würde ich behaupten. Rußig. Lecker. Also, der macht nicht wirklich was verkehrt. Der ist, glaube ich, also wir hatten den im Peat & Pour Tasting. War gar nicht so schlecht abgeschnitten. Auf jeden Fall ein schöner Whisky. Aber wenn man jetzt nochmal dran riecht, dann kriegt man immer mehr diese Note von, ich habe das vorhin schon mal gesagt, Banane. Ich würde in Richtung Bananenbrot gehen. Ja, frisch gebackenes Bananenbrot. Mit ein bisschen Karamell. So einem Karamellpudding in der Nähe. Ja, ich finde ihn sehr lecker. Ist jetzt nicht die beste Portweinreifung, die ich bis jetzt hatte mit Rauch, aber durchaus sehr, sehr solide, sehr, sehr lecker. Man muss natürlich ein bisschen gucken, ob man das mit der Schärfe so mag, ob man vielleicht auch dieses Kaltrauchige mag, aber in der Regel würde ich sagen, wer auf Rauch und Portwein-Finishes steht, der ist hier gut bedient und ist mit 50 Euro echt fair unterwegs, 48%. Schöne Abfüllung und man sieht, dass auch Blended Malts richtig lecker sein können. Haut mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Whisky findet, wenn ihr ihn probieren konntet. Was sagt ihr zu so einer Abfüllung, zu einem bunten Mix aus verschiedenen Whiskys? Die Brennereien sind jetzt nicht näher benannt, aber man konnte sich so ein bisschen was herleiten. Wie steht ihr zu Blended Malts? Wie steht ihr zu der Abfüllung? Wie steht ihr zum Preis bei der Abfüllung? Auch das würde mich interessieren. Lasst es mich gerne wissen. Bin total neugierig, was ihr zu dem Whisky sagt. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt und den Kanal abonniert und vor allem beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.